Guten Tag gehört auch ein gelungener Abend. Gerade jetzt in der Ballsaison sind Taxitänzer richtig im Trend. Was das genau ist, bitteschön. Elegant gekleidet mit weißem Hemd und grauer Fliege, das ist es, woran man Ronno Alam und seine Kollegen in Ausrüstung ihres Amtes als Taxitänzer auf Ballveranstaltungen erkennt. Ronno kam, sah und entdeckte die Nische. Schnell merkte er, was beschwingten Damen des Landes oft fehlt: ein Tanzpartner. Ich habe gemerkt, in meinem Tanzkurs sehr wenig Herren, viele Damen. Und die Damen wollen sehr gerne tanzen, aber die haben keine Möglichkeit, alle Tänze zum Tanzen. Die können ja meistens Boogie oder so, das ist wenig. Die haben Tanzschule gemacht und die wollen alle 10 Tänze tanzen. Und unsere Taxitänzer oder Partytänzer, die müssen alle Tänze tanzen können. Und damit habe ich die Idee gehabt, okay, da gibt es nicht so viel. Ausprobieren, das ist es und gilt für Damen, aber vor allem für Herren. Warum sie oft nicht tanzen, ist einfach erklärt. Wir haben sehr viele sehr tanzbegeisterte Herren, aber es ist oft so, dass Herren, die schon früher, nicht sehr früh mit Tanzen in Berührung gekommen sind, eine gewisse Scheu davor haben, die Partnerin anzugreifen, etwas falsch zu machen, sich zu blamieren. Und dann ist es oft leicht, das gar nicht erst zu probieren. Grundsätzlich sollte sich aber niemand Gedanken machen darüber, wie die Schritte gehen und wie das genau sein muss und dass es ein richtig oder falsch gibt. Ja. Das Wichtigste ist einfach, dass man Spaß beim Tanzen hat. Das Wichtigste ist, dass man sich zur Musik bewegen möchte, ja, und dann einfach mit Mut einfach ausprobiert. Wo dennoch Not am Mann ist, sind die Taxitänzer da und kommen aufs Tanzparkett. Eigentlich ist es so alltäglich, es ist ein alltägliches Leben, ist so wie ein anderer Job auch. Man will ja die Dame nicht blamieren und dann, das ist eine Tanzkünste vorführen, sondern man will mit der Dame tanzen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Also das heißt, ich will mich nicht präsentieren, sondern ich will die Dame so weit bringen, dass sie das optimale Feeling hat, dass sie sich wohlfühlt. Ob privat engagiert oder durch eine Ballorganisation. Taxitänzer nehmen ihre Sache ernst und ihre Ausbildung kann sich sehen lassen. Die meisten Leute haben ja Trainerniveau und das macht dann natürlich Spaß. Der kann auf einen eingehen und einen schön gut aussehen lassen, auch wenn man es nicht kann. Und das ist natürlich angenehm. Im Grunde sind sie Tänzer für gewisse Stunden. Alles absolut seriös und gepflegt, ohne plumpe Anmache. Nein, bei denen eigentlich nicht, weil da weiß man ja, dass sie es beruflich machen. Ich habe zwar das Glück, mein Mann ist auch ein sehr guter Tänzer, aber er hat erstens nicht immer Zeit und dann tanze ich auch sehr gern mit anderen Männern. Jeder führt ein bisschen anders, hat einen anderen Stil, hat andere Figuren und da sind Ronos Partytänzer natürlich ideal. Getanzt wird, was gewünscht ist. Es kommt nicht darauf an, ob die Dame jeden Schritt beherrscht. Hauptsache, es macht Spaß, für den Rest sorgt der Taxitänzer. Ich wollte immer richtige Tanzschritte lernen, weil für mich als blinder Mensch ist das ganz, ganz wichtig, dass man sich bewegt, dass man viel Kontakt hat mit anderen Menschen. Gerechtigkeit muss sein, selten aber doch gibt es auch tanzwillige Herren, für die es Taxitänzerinnen gibt. Das war schon wieder mit Neue Zeiten. Schön, dass Sie mit dabei waren und vergessen Sie nicht, die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Auf Wiedersehen.